Bisher sieht das ja alles ganz gut aus. Boah, bin ich gespannt, ob das funktioniert. Ja, also dieses Horn-Base-Design ist jetzt nicht auf meinen eigenen Mist gewachsen. Nein, ich habe keine Pflastersteine mehr. Aber ich kann noch welche herstellen, oder? Pflastersteine könnte ich noch machen. Wir machen 500. Naja. Da sind jetzt andere auch schon drauf gekommen. Das ist, wie gesagt, jetzt nicht allein mein Verdienst. Aber ich hoffe, sie funktioniert. Weil es gibt ja doch hier und da immer mal, wie man sieht, nein, ich passe nicht durch. So kleine Problemchen, die es dann zu überwinden gilt. Aber das schaffen wir. Und ich würde sagen, jetzt noch eine Ebene höher und dann, glaube ich, haben wir es aber eigentlich auch. Mal gucken, reicht das? Ja, das reicht vollkommen. Können wir uns hier gut drin austoben. Macht die Außenkante hier wieder als festen Block und die Innenkante wieder mit diesen Leitern, sage ich mal, streben, damit für den Fall, dass da mal ein Geier über uns ist, wir da durchschießen können. Hier mache ich mal ein bisschen mehr Schutz und die Ecken, aber ansonsten soll es dabei bleiben. Genau, und ich brauche auch von den Baublöcken nochmal so 50. Erstmal habe ich ja noch mit dem Aufwerten zu tun. Ich werde das erstmal auch nur auf Holz belassen. Hier muss noch ein Pflasterstein sein. Das kann man sich dann als Vorbereitung für die nächste Hortenbase dann vielleicht vornehmen. Hier kommt auf jeden Fall eine Tür hin. Und eine Kiste muss ich ja auch noch irgendwo an die Wand pinnen oder auf den Boden. Mal gucken, dass wir mal was ist. Man so die wichtigsten Sachen hat und man nicht in die andere Base rennen muss, weil dann folgen die mir und dann zerrocken die meine andere Base. Das wollen wir ja auch nicht. Einmal außen rum. Ja, hier habe ich ja noch ein paar. Hier kann man noch machen. Da ist zu, da ist auch zu. Cool. Dann jetzt gleich noch oben. Es nimmt Gestalt an und wir könnten das tatsächlich noch schaffen. Mann, Mann, das wird aber hier eine enge Kiste. Die Richtung ist jetzt egal. Also jetzt egal, ob so oder andersrum. Hauptsache, wir haben irgendwie ein bisschen Schutz. Können uns aber gleichzeitig verteidigen. Jetzt habe ich mich natürlich hier eingemauert. Jo, läuft. Hier noch zumachen, dass ja auch kein Geier mehr hier durchkommt. Dann haben wir es tatsächlich geschafft. Irgendwas vergessen, da kommt gleich noch eine Klappe hin. Ah, und außen muss ich auch noch was bauen. Für den Fall, dass die mir da nämlich hochspringen. Bisselarbeit. Wir werden hier nämlich Rampen hinbauen. Machen wir jetzt einfach die. Genau, für den Fall, dass die nämlich hier hochspringen wollen, werden die dann nämlich abgehalten. Und zurückgestoßen. Probieren wir es mal aus. Okidoki, dann verstärken wir hier nochmal die Wand. Hier werden sie nämlich durchaus draufkloppen, kotzen, machen, tun. Nur Treppe. Damit sie mir das hier nicht auch noch kaputt machen. So, falls das hier kaputt geht, ist das alles nicht so schlimm. Wichtig ist, der Teil hier nachher hält. Und jetzt müssen wir auch echt zusehen. Fahrrad und ab die Post. So, das nehmen wir mal geschmeidig mit. Räumen mal ebenso unser Zeug hier aus. Ja,
glaube, mehr kann ich einfach aktuell nicht tun. Dann würde ich mal sagen, na, gehen wir den mal ab und den ab und den ab und den ab. Boah, komm schon, du olle Klappe hier. Was muss ich laden? Habe ich irgendwas? Molotow, hier, Tür, Eisentür. Hier ist besser. Okay. 21, 28. Na, jetzt wird's eng hier. Wo habe ich denn die Schnellvariante? Ich wollte nicht, dass hier noch ein Geier reinkommt. Können wir mal so gar nicht gebrauchen. Wichtig ist tatsächlich auch, den Hammer mit im Gürtel zu haben für den Fall der Fälle. Das hier aufgewertet. Prima. Dass ihr mal zwischendurch was reparieren müsst. Dann bauen wir die noch. Hab ich irgendwo eine geschützte Ecke? Nee, so gar nicht. Naja, geil. Eisen erstmal rein. Das behalte ich. Das kann. Ah, siehst du? Die habe ich vergessen. Ah, hier kann ich die gar nicht anpappen. Pappen wir die da an. Wobei, hier stört mich das. Da hält sie nicht und geht kaputt. Das ist ja doof. Ah, da. So sieht das besser aus. Und dann, liebe Leute, würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß. Wir haben 21:58, stehen kurz vor der Hornnacht. Und mal sehen, was uns jetzt hier erwartet. Da kommen sie schon. Gott, hoffentlich funktioniert das. Man sieht ja gar nichts durch das Visier hier. Juhu, es funktioniert. Ha. Das packen wir immer noch weg, das stört mich. Und die Fackel auch. Stattdessen packen wir uns das lieber mal hier rein. Okay, das Visier geht ja hier nachts gar nicht. Wie soll ich denn hier was treffen, wenn ich hier so einen roten Punkt habe? Vielleicht doch lieber die Knarre? Okay, da brauche ich mehr Schuss für. Pion. Einfach mal weggeschubst. Oh, und noch getroffen im Schuss. Okay, ich muss mal das Dings da wegmachen. Nee, jetzt. Wegpunkt, geh mal weg. So, wir wollen ja hier was Vernünftiges sehen. Aber tatsächlich ist die Pistole nicht ganz so gut geeignet. Du gehst besser. Hat man eine größere Chance, dass man die direkt mit dem ersten Mal auch trifft. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Hat irgendwer geguckt, wie viele Kills ich habe? Einfach mal weggeschubst. Mal, die machen da unten gerade meine Base nicht kaputt. Klingelbeutel. Noch im Schubsen erwischt, glaube ich. Die haben ihn zum Stehen gebracht. Und ich habe den, glaube ich, noch im, wie sagt man, im Sprung erwischt.
Aber dich nicht. Na, keine Munition mehr. Denkt auf jeden Fall auch immer an Repair-Kits. Dass ihr eure Knarre, so wie ich gleich, auch nachladen könnt. Der Vorteil, warum ich die Woodframes da hinten gesetzt habe, ist, und keine Treppe, die müssen halt jedes Mal hochspringen. Das heißt, das dauert länger und ich habe mehr Möglichkeiten, die abzunieten. Jo, das war doch mal ein Schuss. Ne? Also die springen jetzt so hopp, hopp. Und jedes Mal kann ich so pjung, pjung machen. Na, irgendwo kloppen sie jetzt hier ein. Einen Hund habe ich auch. Oh, noch ein Klingelbeutel. Wo, habt ihr gesehen, wie der Kopf abgesprungen ist? So, cool, freue mich aber, dass die Base funktioniert hat. Ich hoffe, dass die hier aber nicht umkloppen. Sieht ganz gut aus. Hundi! Hund erwischt. Gut, das ist jetzt natürlich eine Base, die sehr munitionslastig ist. Also hier braucht ihr schon Munition. Gibt auch welche, wo ihr weniger Munition braucht. Aber irgendwann sollte Munition ja auch nicht mehr das Problem sein. Wenn ihr das Buch findet, zum Beispiel findet mehr Munition in Beute oder ihr macht Quests, dann kriegt ihr ja auch Munition zur Auswahl. Ey, ich wollte den gerade abschießen. Hängt halt immer so ein bisschen davon ab, wie ihr halt spielen wollt, ne? Was für eine Strategie ihr habt. Ihr könnt aber auch einfach hier drin verbringen und ich sag mal, euch hier drin zurückziehen. Also ihr müsst hier auch nichts machen. Gut, irgendwann könnte es sein, gerade Demolisher-mäßig, dass die euch da die Base kaputt machen oder Kotzer. Aber noch muss ich sagen, haben wir nicht mal einen Kotzer gehabt. Hunde sind, glaube ich, neu. Ich meine, in der ersten Nacht hatte ich keine Kotzer. Also ich habe jetzt durchaus ein paar mehr Hunde. Aber Hunde sind kein Problem. Geier finde ich viel schwieriger, weil die kann man nicht so gut treffen. Uah, die ist tatsächlich mal durchgekommen. Und naja, nachladen. Und die können halt auch deine Base von außen kaputt machen. Das ist bei anderen halt nicht ganz so. Wie gesagt, Demolisher ist dann nochmal ein anderes Kaliber. Noch habe ich auch Munition und ich kann zur Not ja auch immer noch auf andere umwechseln. Gut, Schrotflinte ist jetzt nicht diejenige welche und wie man sieht, das dauert ewig zum Nachladen. Also nicht für eine Hordenbase geeignet. Pistole könnte ich tatsächlich noch nehmen, weil da habe ich doch um einiges mehr. Aber da braucht man auch mindestens immer zwei Schuss. Bei dem anderen kann man das Glück haben, wenn man den Kopfschuss gut genug setzt. Wie jetzt. Wenn der halt sitzt. Der hat auch zwei gebraucht. Ja. Dass man dann einen Ticken weiterkommt. Ha! Ne, der hat jetzt auch zwei und lebt immer noch. Wusste ich das auch, dass die immer ganz an der Wand gehen? Ah, wir haben einen Geier. Willkommen. Und schon ist das Thema erledigt. Und die Zombie-Trolle auch. Jo, das war nochmal erfolgreich. Und hey, wir haben jetzt auf jeden Fall mehr Zombies als noch in der ersten Hornnacht.
Ich weiß nicht, ob das an den Molotows lag. Ich will nicht sagen, dass ich unbedingt weniger kaputt gemacht habe, aber es ist fast 1 Uhr und wir haben immer noch Zombies. Und nein, ich habe nichts an den Einstellungen geändert. Ich wollte das erstmal so lassen. Und wenn ich irgendwann eine Pistole habe, die Stufe, ich weiß nicht, was ist. Gott, ist das schön. Mehr Mods reinmachen. Ich könnte auch das Gewehr nehmen. Aber es hat halt auch nur einen Schuss und dauert viel zu lange. Also die selbstgebaute Maschinengewehr ist schon cool. AK ist natürlich mega oder Maschinengewehr. Aber für Hordennacht Nummer 2 ist das doch ganz vernünftig. Boah. Der weiß nicht so richtig, was er machen soll. Na, nun kommt. Es werden schon weniger Zombies. So. Und. Na. So. Es könnte sein, dass ich jetzt durch bin. Sieht mir ganz danach aus. Ja, das war doch ganz erfolgreich, finde ich. Ein paar Kills haben wir auch gemacht. Ich weiß zwar jetzt leider nicht wie viel, aber sind wohl ein paar geworden. Punkte habe ich insgesamt 4 zum Vergeben, was auch nicht das Schlechteste ist. Brauche Level 5. Okay. Also könnte schlimmer sein. Mechaniker, wie viel brauche ich da? Boah, 4. Auch 4. Mann, Mann, die wollen hier aber eine ganze Menge haben. Dann sehen wir mal zu, dass wir hier nochmal Punkte ausgeben. Mhm. 100% mehr P, wenn du Verbände verwendest. Okay. Schienen und Verbände heilen Verstauchung sofort. Na, schau einer an. Dann machen wir das doch mal. So. Cool. Das heißt, ich kann raus. Kein Zombie mehr da. Jetzt könnten wir uns natürlich den Spaß machen, dass ich mich nochmal auslogge und mich einfach nochmal einlogge. Dann haben wir nochmal ein paar mehr Zombies. Weil hier sind wir offensichtlich erstmal vorbei. Von daher sage ich hier erstmal Schluss an dieser Stelle. Verabschiede mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und wenn ihr meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also dann, eure Bora.